Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading mit Forex Pro Systeme und Thorsten Helbig. Ich freue mich sehr, dass Sie online sind und freue mich natürlich auch, dass Thorsten für uns wieder die Zeit gefunden hat. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wir machen ganz schnell den Risikohinweis. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr gut, dann ganz schnell wechseln wir den Bildschirm. Ich übertrage den an Thorsten. Ich wünsche natürlich viel Erfolg und viel Spaß. So. Guck mal. Und jetzt wisst ihr auch, warum das jetzt nicht ganz so pünktlich geklappt hat. Das ist nicht meine Erziehung bei Nelson. Er hat sich das nicht von mir angenommen, weil eigentlich ist das ja mein Partner. Nicht vor 48 anzufangen. Nee, ich glaube, er ist an diesem schönen Ausblick hängen geblieben. Ich bin vorhin noch schnell runtergelaufen an die Werra bei uns hier ums Eck und musste diesen wunderschönen Sonnenaufgang vor dem Start in den Arbeitstag doch einmal festhalten. Was gibt es Schöneres, als wenn ein Tag jetzt nicht so beginnt? Okay, ihr Lieben, wir aufgrund der Aufregung, habe ich ja gerade gesagt, habe ich, was wollte ich jetzt überhaupt? Ach so, ich muss noch übertragen. So rum. Noch sehen wir das schöne Bild. Ja. Jetzt seht ihr was anderes. Ne? So Ja, geht's, oder? die Plattform ist zu sehen. Ja, gut. Ihr wolltet nur sehen, wer wirklich vorm PC sitzt. Na klar, ich wusste ja, dass du in der Badewanne sitzt und nicht vorm PC. Der eine sitzt noch im Bettchen, Kopfkissen noch schön aufgeschüttelt, sagen: So, Mutti, gib mir meinen Laptop, wir haben jetzt Webinar. Der nächste in der Badewanne am frühen Morgen sagt: Ach, gucken wir doch mal, ob wir heute hier versenken können. Und die technischen Probleme kann man natürlich ausmerzen. Ne? So, Jungs und Mädels, wir machen als erstes mal, wenn ich mir das hier anschaue, hier brauchen wir jetzt nicht so viel dazu sagen. Der Tag heute wird auch hier nicht einfach. Wir lernen ja viel durch Analyse im Rückblick. Und ich möchte heute mal unsere Gruppe, unsere Paternoster, mal ein bisschen animieren, hier ein bisschen was mitzumachen. Dann bin ich nicht so der Alleinunterhalter und muss jetzt nicht überall sagen: Oh, guck mal hier, das habe ich da, das habe ich da. Sondern ich hatte gestern Abend bei uns im Club schon mal dazu aufgefordert, mal zu sagen: Wo war mein Fehler? Wo war der Fehler? Wo war der Fehler? Wo war der Fehler? Und das möchte ich heute Morgen gerne fortsetzen. Wir schauen mal auf den Tag von gestern. Und ich glaube, der Tag gestern war prädestiniert dafür, um sich intensiver mit dem ein oder anderen Mal, gerade was Euro-Pro betrifft, zu befassen. Ein typischer Tag dafür. Wenn man morgens einen Plan hat und der Plan nachher vielleicht Lutz hat die Gruppe gerade wieder verlassen. Er wollte zum Frühshoppen, glaube ich. Rotzlöffel. Früher wurde sowas vor die Tür geschickt oder in die Ecke gestellt. Fangen wir hier mit an. Das war unsere Analyse gestern, dass wir gestern Morgen gesagt haben, wir gehen hier runter,
bis an den Bereich 1,1670. Kurz darunter, um dann nach oben wegzuziehen. Wir haben die 84, das schauen wir uns gleich an. Im H1 haben wir uns die 84 auserkoren. Diese sollte halten. Nelson, was sagt er sonst immer? Der Fehler sitzt zwischen den Ohren. Nein, das ist falsch. Nicht mal das merkst du dir. Ich sage immer, verloren wird zwischen den Ohren. Der Fehler sitzt vom Bildschirm. Schreibst dir uff. Und hier ist jetzt die erste Frage, wo war Punkt A, der Fehler hier im Euro-US-Dollar? Wir haben ja gesagt, die 70, viel weiter als die 70 sollte er nicht laufen. Und ich habe danach kommuniziert, um 9 Uhr schieß mich tot. Da, genau. Holen wir uns das doch mal rüber hier. Da haben wir es. DAX lassen wir jetzt mal draußen vor. Ich habe geschrieben, ich bin unschlüssig und warte ab im Euro. Entweder Bestätigung 1,1684, dann Short nach Euro Pro oder Stabilisierung und dann Long ab 1,1660. Die hier lassen wir mal draußen vor. 1,1660 ist die Korrektur. Das war meine Aussage. Wo war da mein Fehler? Wenn wir Euro pro und Zielbereiche handeln. Und wir sollten dabei nicht vergessen, die Zielbereiche hier mal in Betracht zu ziehen. Gerade so ein Tag wie gestern ist dafür prädestiniert, hier auch mal zu zeigen, wie diese funktionieren. 89 abgeprallt. 89 sind einige abgeprallt. Aber das war 1989, ne? Honecker und Co. Und Krenz und Tisch und Mittag und wie sie alle hießen. Wir haben dann hier unten die 78 durchschossen mit purer Gewalt. Ja, und direkt 58 war dann der Bremsklotz. Wenn wir so ein Szenario haben und er dann hier zurückläuft, in diesem Bereich, wir müssen uns dieses Fenster hier, dieses Zeitfenster, das schauen wir uns gleich mal im M1 an, weil genau dieser Bereich war für die Shorts nach Euro Pro, wenn ich mir das hier anschaue, prädestiniert. Selbst wenn wir Euro pro in 5 Minuten handeln, in 5 Minuten, nicht in 1 Minuten, schauen wir uns das mal an. Chart im Vordergrund. Dann sieht man es besser. So, dann sehen wir, wir laufen hier nach unten. Wir packen mal den Filter noch drauf. Der braucht wahrscheinlich eine Weile. Der rechnet noch. Wir haben eine kräftige Bewegung. Wir laufen hier an den Zielbereich. Wir laufen zurück, bestätigen diesen Zielbereich hier mehrmals, der deckelt von unten, dann hier den Trendbruch, Rücklauf in die Wolke, wir nehmen, ich mache das jetzt ganz bewusst in 5 Minuten, dieses Setup, um mal die Prioritäten von den Zielbereichen von Euro pro rauszukristallisieren, dann den Rücklauf an die Wolke, hier und hier. Das heißt, wenn man hier diese Nummer hat, mit dieser Kerze, da drunter einstoppen. Wenn wir zurücklaufen, da drüber den Stop, dann fliegen wir hier raus. Aber wir haben diese Bewegung, nichts anderes als in 2 Bewegungen auskorrigiert.
Ups, komm her. Ich wollte es nur größer machen. Wir haben diese Abwärtsbewegung, die hier, Welle 1, Welle 2, auskorrigiert, um dann wieder nach unten wegzubrechen. Ein Klassiker. Ein Klassiker, wenn man ein bisschen Markttechnik, ein bisschen Charttechnik beherrscht, ein bisschen verbunden A gleich C. Man braucht kein riesengroßes Fachwissen, sondern man muss es aus dem Chart nur lesen können. Nochmal die Frage, wo war mein Fehler gestern in der Kommunikation? Nutzt du das selbstverständlich? Warum solltest du nicht dürfen? Mein Fehler, genau. Das war kein Fehler. Das ist dein Kanal, nicht meiner. Der Fehler war die 1.1684 und nicht der Rücklauf an die 1.1670 und maximal 1.1678. Weil die 84, genau, Christian hat es genau erkannt. Wir haben hier die Sperrzone eingezeichnet und die 84 ist genau mitten in der Sperrzone. Hatten hier gestern früh schon die 84 unterboten. Wir waren hier schon unter der 84. Und wenn der Bruch passiert, dann wird er genauso passieren, wie er hier auch passiert ist. Und der Rücklauf hätte an die 70, maximal an die 78 gehen können. Ich habe das gestern, so wie ich das ja meistens tagsüber mache, auf dem Smartphone gemacht. Deswegen war der Fehler in der Kommunikation die 1.1684. Die 1.1684 war, nachdem wir an die 58 gefallen sind, der Fehler. Jetzt schauen wir uns mal genau dieses Szenario hier im 1 Minuten an. Wir haben gesagt, das hier ist die Sperrzone bis zum ersten Ausbruch. Ab da darf man handeln. Oben raus Long, unten raus Short. Priorität lag, na komm, da steht es noch. Ab ca. 1.1670 Long bis 1.1687 und die zweite Position laufen lassen. Das war die Bedingung, dass die Nummer hier unten hält. Wir brauchen an der 1.1670 über Long nicht nachzudenken. Da ist er durchmarschiert wie nichts. Und wenn er so da durchkachelt, dann brauchen wir, wenn wir die 84 als Bremse unten haben, nicht mehr über diese Longs nachdenken. Es sei denn, er stabilisiert sich hier in den übergeordneten Zeitebenen. Da diese Kommunikation in der 1.1660 sich zu stabilisieren, war richtig. Die Marke 84 für den Rücklauf war falsch. Die 70 war das Zünglein an der Waage. Wir nehmen uns hier die Nummer Bob aus dem H1. Dort haben wir die 84, diese Kante unten, und die ist hier immer wieder umkämpft, durchschossen. Hier zurück hat hier ein kleines Dreieck gebildet. Dieses Dreieck wurde dann nach unten verlassen. Entschuldigung. So, auch das machen wir ein bisschen größer. Und wir haben hier die Ziele rausgearbeitet, 1.1647 bis 42 und das Ziel 1.1605.
Ja. 1.16.05 war unser Ziel hier unten. Nur mal so am Rande. Mit einem nachdenklichen Smiley oder so ein Quatsch kann ich nichts anfangen. Wenn jemand eine Frage hat, kann er bitte eine Frage stellen, dann beantworte ich die auch lieben gerne. Aber es sollte schon auch eine Frage formuliert werden. Gebärdensprache liegt mir nicht so. Da bin ich jetzt nicht so perfekt drin. Im Chart übrigens auch nicht, wie man ja sieht. So. Da hat er dieses Dreieck gebildet mit diesem Tief. Was sagt uns dieses Dreieck in dieser Zeitebene? Was müssen wir für eine Rückschlüsse bei diesem Dreieck ziehen oder sollten wir ziehen? Wenn man dieses Dreieck sieht, was wäre die logische Schlussfolgerung daraus? Welche Richtung würden wir bevorzugen? Welche Richtung sollten wir einschlagen? Wenn man dieses Dreieck sieht, geht der Ausbruch in der Regel in welche Richtung bei einem Ausbruch aus einem Dreieck? Ausbruch am längeren Schenkel. Nach diesem Dreieck Ausbruch in Richtung des längeren Schenkels. Deswegen haben wir gestern auch immer noch die Geschichte long ins Auge gefasst. Wenn wir in Short-Richtung ausbrechen wollen, dann sollte dieses Dreieck eher eine bärische Flagge darstellen. Diese bärische Flagge ist hier sehr schwierig zu erkennen. Da hätte der längere Schenkel unten sein müssen. Okay, hatten wir nicht? Mein Physio ist immer noch nicht da. Mir schläft immer der Daumen ein hier, wenn ich auf dem Mauspad liege. Das Ziel hier unten 1.16.05 ist jetzt abgearbeitet. Dieses Ziel 1.16.05 kam aus. Komm her. Kam aus dieser Welle. Diese Welle hier ist sogar ein Tick länger als diese. Dem oder das vorausgeschickt und diese Muster zur Grundlage genommen, heißt, na komm, dass wir dieses Muster hier, dieses komplette Muster, dieses Korrekturmuster hier auch noch einmal zurück machen können. Ich werde mal dieses Rechteck dafür benutzen, um das da mal hinzuschieben. So. Und dieses sollte jetzt hier unten ebenfalls Anwendung finden. Zack. Weil wir haben nicht nur das Ziel erreicht, sondern wir haben auch das Zeitfenster ausgenutzt.
Wir haben uns innerhalb dieses Zeitfensters direkt in dieses Ziel begeben. Das heißt, erstmal für den heutigen Tag 1.16.47 haben wir gerade auserkoren. Zielbereich haben wir bei der 1.18.48. Da. Das ist das maximale Ziel nach oben. Das andere vorausgeschickt würde ich mit Stops arbeiten, die hier unten drunter liegen, unter der 1.15.89. Der Zielbereich ist bei 88. Wir sollten idealerweise nicht tiefer laufen. Und das wäre die Handelsspanne hier für heute. Ich glaube, ich mache mal die beiden dicken Linien hier, die mache ich eher mal grün, dass wir die Spanne für heute fest haben. Dann kann ich das nachher besser sortieren. Da. Welches Grün hätte ich jetzt nicht, dass Markus wieder durcheinander kommt? Liegt er wieder in seinem Kissen, reibt sich fünfmal die Augen. So, das wäre die Handelsspanne. Und jetzt machen wir mal noch unsere Marken. Die machen wir. Die sind heute wirklich nur als Zielbereiche zu sehen. Auf die Nummer von gestern gehe ich gleich noch ein, in 1 Minuten, um euch zu beruhigen. Ich konnte das nur nicht vorbereiten. Ich bin die ganze Zeit draußen rumgerannt, habe Nelson gesucht. Im Radio angerufen. Ich habe gewunken die ganze Zeit, aber du hast mich nicht gesehen. Nee, richtig. Ich habe doch zu Conny gesagt, guck mal, dreh dich mal um, da drüben ist er. Sonst sieht er uns noch. Nein, ich habe das gestern mit unserer Gruppe hier schon einmal gemacht, dass ich meine Tagesvorbereitung, die ich in der Regel morgens vor 7:30 fertig habe, in der Regel sogar um 7. So bereite ich nämlich meinen Tag vor und meinen Plan, weil ich 70-80% der Sachen, die ich handle, 70-80% der Sachen, die handle ich auf dem Smartphone, also auf dem VPS und damit auf dem Smartphone. So, Sperrzone rein. Zack. Und auch hier wieder gleiches Spiel. Sperrzone bis zum ersten Ausbruch. So, und daraus jetzt den Plan. Wie würdet ihr den Plan sehen heute? Ein paar Ideen? Vielleicht bei dem einen oder anderen, vielleicht hat der ein oder andere ja schon mal was verstanden. Du hast Euro Pro immer auf Tag 1. Ja. Ich brauche die Zielbereiche nur von heute, nicht von gestern.
da A gleich C ist und A gleich C durch ist, da A gleich C ist durch, diese Nummer hier ist erledigt, Ziel 1,1605 und wir waren im Low 1,1690, sind sogar 15 Punkte, haben wir das Ding unterschossen. Zack, ist mein Verlauf heute folgende. Runter, ganz kurz da drunter gucken, dann den Chart verschieben und dann nach oben laufen bis in diesen Bereich. Dann nochmal runter, wahrscheinlich sehr langsam. Dann nach oben. Dann wird es interessant. Dann wird er hier oben eine Weile rumtun. Lutz hat zwischendurch eine Frage gestellt, wo der Stop im DAX ist. Vielleicht kann die eine aus der Gruppe beantworten, wo ist der Stop im DAX? Markus, genauso. So könnte das Muster aussehen. Das heißt, raus, hier unten stabilisieren und dann long. Ab 1,1588 circa long prüfen. Nicht blind handeln, long prüfen. Das heißt, wir brauchen in diesem Bereich hier, brauchen wir eine Stabilisierung. Wir müssen hier runter, wir müssen hier unten drunter. Wir haben hier ein Tief, ein knappes nachlaufendes Tief. Da sollten wir noch einmal drunter gucken. Und hier, diese Kiste mache ich jetzt mal blau. Dort sollten wir Long-Positionen prüfen. Nochmal, wo sind die Stops im DAX? So, jetzt muss ich hier mal ganz kurz was auseinanderpflücken, um dieser Frage entgegenzuwirken, bevor jetzt ein paar wie auf Kohlen sitzen und sagen, wo ist denn jetzt der Stop im DAX? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich habe 20.56 Uhr geschrieben, ich prüfe einen neuen Short im DAX über Nacht. Entry kurz vor Börsenschluss oder 15.369. SL eng, also 20 Punkte. Da. SL eng, 20 Punkte. Wenn wir nicht ausgestoppt werden, schließe ich die Position morgen früh. Sollten wir weit vorne
sollten wir weit vorne sein, morgen früh will ich den SL in den Gewinn ziehen, sofort, wenn ich wach bin. Dann Shorts gestartet, 15,369. Wo liegt demnach der Stop? $15,389, 20 Punkte drüber. Deswegen habe ich hier extra geschrieben, SL eng, 20 Punkte. Wenn ich kurz vor Börsenschluss reingehe, deswegen habe ich gesagt, die Position mit 20 Punkten Stop, nicht den Stop rausnehmen. Deswegen habe ich diesen Stop hier genauso genannt. Sorry, wenn ich das nicht explizit genannt habe. 15,389. Wenn ich 69 shorte, muss der Stop 15,389 sein. Und der ist bei 89, sind wir geflogen. Wer seinen Stop nicht nachgetreten hat. Ich glaube, ich muss dazu mal eine Agenda oder ein Regelwerk schreiben lassen. Ich muss mit unserem Schreiberling mal reden, ob er eine Legende dazu schreibt. In der Regel nehme ich über Nacht die Stops raus. Ja, hier habe ich es gestern extra geschrieben, 20 Punkte Stop. Und ich erkläre auch gleich, warum. Wo genau? 15,389 war klar bei 20 Punkte plus. So. 69 rein, Stop auf die 89. Wir gucken uns das gleich im Chart an. Warum genau diese beiden Marken? Oh, gucke, er ist da. Guten Morgen, mein Lieber. Wir schreiben, wenn du Lust hast, können wir das beide einmal besprechen oder ich diktiere das mal. Und dann können wir ja mal so eine Legende schreiben zu dem Regelwerk für unsere Paternoster, wo dann solche Punkte auch festgeschrieben sind. Schön, dass du da bist. Hast du mir einen Kaffee mitgebracht? Also, der Plan hier verstanden. Ist der Plan fertig? Dann würde ich nämlich ganz gerne gleich mal auf den DAX schauen. Warum, wieso, weswegen? Also, das hier ergibt sich aus A gleich C. Aus diesem Bild. A gleich C ist durch, das Regelwerk ist durch. Wir haben hier jetzt ein Tief. Wir haben hier jetzt ein Hoch. Wir sollten hier nochmal ein Tief machen. Wenn wir hier einen Doppelboden haben, wird dieser Doppelboden dieses Szenario sogar unterstützen. Ja? Und dann haben wir auf jeden Fall von der 88 bis zur 08. Hier haben wir die Nackenlinie, dann von dem Doppelboden. Ja? Dieses Tief in der höheren Zeiteinheit, da hoch, dann hier runter, hier den Doppelboden, dann haben wir schon mal 20 Punkte drauf, weil von der 88 bis zur 08 sind 20 Punkte, diese oben drauf gelegt, hätten wir an unserem Zielbereich 1,1628 den Doppelboden aufgelöst. Das schreibe ich mal noch dazu. Danke. Frederik hat mir gerade einen Kaffee gebracht. Nein, hat er natürlich nicht. Auflösung Doppelboden 1,1628. Da. So.
So, ich gehe mal ganz kurz, bevor ich auf den DAX eingehe, wir müssen ja heute ein bisschen länger machen, ne? Möchte ich gerne auf Fragen eingehen. Hallo Thorsten, kurze Frage zum Dreieck. Euro, US-Dollar vorhin. Ausbrüche gehen meistens in die Richtung des längeren Schenkels, sagst du. Kannst du darauf eventuell noch mal kurz eingehen? Wäre die Ausbruchstendenz nicht bärisch, zumal der Kursverlauf bis zur Bildung des Dreiecks von oben nach unten geht? Oder verstehe ich da was falsch? Nein, ich dachte, ich habe es vorhin genauso erklärt. Die Gefahr bestand, dass er in Richtung, dass er an der 84 abprallt. Da haben wir die 84. Die Gefahr bestand hier, dass er hier an der 84 abprallt mit diesem Dreieck. Da haben wir die 84 liegen. Aus einem Rutsch, mal gucken, wie ich das jetzt finde. Du kannst ja aber gerne auch die letzten Webinare da noch, da genau, das hier nämlich als eine Bewegung, da, als eine Bewegung. Und selbst wenn wir diese ganze Geschichte hier als ein Dreieck nehmen, dann wäre das hier unten der Fehlausbruch. Komm, mal gucken, ob ich es nochmal hinkriege. Da. Wenn wir diese ganze Geschichte nehmen, das komplette Dreieck bestand auch die Gefahr, dass wir hier einen Schenkel haben. Das, was wir hier in einem kleinen Maßstab haben, haben wir hier auch im großen. Dazu bitte aber die Webinare von dieser Woche anschauen, weil da haben wir so viel erklärt. Die sind alle öffentlich auf YouTube zu finden, spätestens zum Wochenende. So. Hier haben wir ebenfalls ein Dreieck. Der längere Schenkel ist der hier, der von oben kommt, in dieser Nummer. Da. Wie wird ein Dreieck in der Regel verlassen? Andreas, kannst du mir nachher mal erklären? Wie wird eine Formation, egal welche, in der Regel verlassen oder aufgelöst? Aus meinem Blickwinkel, logischerweise, nur aus meinem. Dieses große Dreieck nach Trendrichtung, wenn unten längerer Schenkel. Der längere Schenkel ist oben. Zuerst Fake in eine Richtung, dann mit Musik in die andere Richtung. Genau das ist immer mein Ansatz. In der Regel, so ist meine Blickrichtung, werden solche Formationen mit einem Fehlausbruch beendet. Das heißt, erst der Ausbruch in die eine Richtung, um dann in die andere Richtung wegzumarschieren. Und die Gefahr bestand hier einfach, weil, machen wir es mal größer, dann sieht man es besser. Dieser Schenkel ist länger als der, da diese Kerze hier das Tief gemacht hat. Damit ist der schräge Schenkel, der obere, die schräge Linie länger als die untere, weil die untere ist gerade. Ja. Und damit bestand die Gefahr, hier steht es noch, Fehlausbruch 1,1684, Schlusskurs über 1,1684 heißt dann Minimum 1,1704. Und die Gefahr, das haben wir letzte Woche oder am Dienstag, glaube ich, reingeschrieben hier, die Gefahr aus dieser Formation bestand, dass er hier unten einen Fehlausbruch hinlegt
und dann volle Granate nach oben wegläuft und dann den Ausbruch oben vollzieht, um dann weiterzulaufen. Dazu hat die 84 einfach zu dolle und zu lange gestürzt. Die Gefahr bestand. Das heißt nicht, dass es so sein muss. Denn wir haben ja auch andersrum für die Short-Richtung die Ziele 1.16.42 und 1.16.05 aufgerufen. Jetzt besser verständlich. So, jetzt werden wir wahrscheinlich gleich die Pest ärgern hier. Weil wahrscheinlich die 96 unten schon gehalten hat und wir nicht nochmal an die 88 kommen. Okay, dann müssen wir auch damit leben. Plan ist trotzdem klar. Sollten wir jetzt nicht hier runter schauen, also nicht hier runter unter die 88, dann hat selbstverständlich auch der Verlauf hier nach oben seine Gültigkeit. Hoch, Rücklauf an die 08, dann 28, das wäre die Auflösung von dem Doppelboden. Dann wäre das hier der Doppelboden. Diese beiden Tees, dann kommen wir nicht ganz an die 28, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Zielbereich oben raus, Zielbereich bestätigen und dann weglaufen und aufpassen hier an der 28. Ich habe gestern schon gesagt, der Markt ist etwas tricky im Moment. Mein lieber Hartmut, dann ist das deine Sichtweise. Kannst du gerne, es gibt in diesem Markt oder in diesen Märkten gibt es 150 verschiedene Sichtweisen. Jeder kommt mit seiner Definition, mit seiner Sichtweise irgendwo klar oder auch nicht. Mir sind wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich von der Theorie, die irgendwo angelesen wird, nichts halte, sondern alles, was ich hier mache, sind Sachen, die ich mir selber aus dem Chart erarbeite oder aus dem Chart gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du falsch liest oder nicht. Ich lese solche Geschichten nicht. Aber wir werden, so wie das, wie ich das ja gerade mit unserem Schreiberling, mit unserem lieben Frederik besprochen habe, wir werden mal zu unseren Sichtweisen oder zu einer Handelsart, werden wir einfach mal eine Legende schreiben. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ne? Okay, dann kümmern wir uns, hier der Plan ist klar, dann kümmern wir uns jetzt noch einmal kurz um diesen Jungen hier. Da haben wir ebenfalls unseren Plan von gestern, der heute immer noch Gültigkeit hat. Deswegen habe ich gestern, das schauen wir uns gleich mal an, warum ich das gestern Abend gemacht habe, warum ich gestern Abend geschortet habe, kurz vor Börsenschluss. Wir haben ein 15.471 als Marke aufgerufen und 15.496, um zu shorten. Alternativ 15.414, die auch gestern ganz gut funktioniert hat.
Ich hätte vielleicht früher Gewinne mitnehmen sollen. Dann wäre da wesentlich mehr drin gewesen. Aber an diesem Plan hier ändert sich im Moment erstmal gar nichts. 14.471 und jetzt gegen 9 Uhr vielleicht die 14.496. Wir hatten vorher die 14.510 aufgerufen. Aus der 14.510 ist jetzt die 14.496 mit diesen Tiefs gekommen hier, mit diesen Tiefs, die sich hier gebildet haben. Daraus errechnet sich die 14.496 und ab hier werde ich mir Shorts suchen, aber mit Vorsicht. Da, ich werde mir die Geschichte um 9 Uhr anschauen und hier Vorsicht walten lassen und ab hier shorten. Schauen wir uns dieses Spiel gestern Abend an, damit man das vielleicht auch ein bisschen versteht. Da haben wir es. Wir haben hier die Hochs dort, die Hochs bei 82, 83. Wir haben hier die Tiefs da bei 69. Deswegen meine Aussage, Short bei der 69, wenn wir dieses Tief hier unterschreiten, bei der 69 Short und Stops dort oben drüber. So, kommen wir hier. Wir können auch die Kerze nehmen. Da. Hier haben wir das High bei 15.388. Deswegen habe ich gesagt, Stop 20. Die 89 da oben drüber gehört der Stop. Und in dem Fall, wenn wir hier reingehen, hier drunter reingehen, okay, er dürfte sogar hier ein kleines nachlaufendes Hoch machen, um dann nach unten wegzubrechen. Diese Geschichte hat nun nicht funktioniert, deswegen auch die 20 Punkte Stop. Ansonsten wären wir jetzt 100 Punkte hinten. Deswegen habe ich auch diese 20 Punkte Stop so klar kommuniziert. So, Legende wäre toll, kann auch mithelfen. War mal früher technischer Redakteur. Ich war bei Airbus oder so, ne? Glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Oder irgendwo in der Flugzeugindustrie, wenn mich nicht alles täuscht. So, diesen Verlauf, den wir hier haben, der kann jetzt um 9 Uhr einmal kurz. Oh, boah, ist der Kaffee heute stark. Einmal kurz hier nach oben durchschießen, die 96 noch holen, dann sollte er eventuell abdrehen und fallen. Aber was spricht dagegen? Was spricht gegen fallende Kurse? Wer hat eine Idee? Der letzte Banktag spricht sogar für fallende Kurse. Morgen ist der erste Tag, der spricht gegen fallende Kurse. Ihr wisst, wie ich solche Sachen nutze. Letzter Monatstag oder mittwochs geht es um Long oder so ein Quatsch. Nein, dann kann ich auch nach Sternbildern treten. Der Daumen kribbelt und wie?
Ach, Jungs. Was haben wir hier? Was sehen wir hier? Wenn wir hier drauf gucken, ich mache es mal richtig groß. Mich interessiert solche Geschichte wie die Politik oder so überhaupt nicht. Schaut euch mal Daytrader 3, der Traum vom schnellen Geld an. Da hat mir der Regisseur damals die Frage gestellt, wie ich mich von politischen Sachen oder so beeinflussen lasse. Und das wurde hinterher etwas kritisiert, weil ich gesagt habe, diese Nachrichten sind mir völlig lattig. A gleich C, ein tieferes Tief, ein nachlaufendes Tief. Was sehen wir hier? Bei A gleich C hätten wir absolut neue Hochs von dem September und würden über 15,8 landen. Hier sind weit über 100 Leute drin. Weit über 100 Leute. Sorry, wenn ich das so deutlich sage. Wir haben hier diese Aufwärtsbewegung, die hier vorher gehalten hat. Wir haben die Korrektur von dieser Aufwärtsbewegung komplett exakt bis an die 61,866 korrigiert. Da sind die beiden Marken. Das ist das Erste. An diesen beiden Marken, die ich gestern übersehen habe, hat der Kurs gedreht. Wir haben hier einen Schlusskurs bei 15,272. Schlusskurs 15,272. An der roten Kerze. Deswegen mache ich es rot. Da, Fibo nehme ich raus, der irritiert jetzt. Da. Oh, damit ihr auch wisst, was ich meine. Da. Okay, ist zu sehen, oder? Hier haben wir den Open 15,275. Open 15,275. Ich mache da mal einen Pfeil hin. So. Und den mache ich mal noch blau, damit man das auch sieht. So, was sagt uns das jetzt? Klingelt's?
kann man als Doppelboden sehen? Ich wäre wahnsinnig. Na endlich. Hey, Christian, René. René, lange nicht gesehen. Ja, wir haben ein bullisches Harami. Wir haben hier ein bullisches Harami, was gestern Nacht hier auch bestätigt wurde. Wir haben hier den Schlusskurs bei der 56, also unter der 69. Deswegen bin ich gestern Abend dieses Risiko eingegangen mit einem engen Stop, weil die Gefahr dieses Haramis auch bestand. Ein bullisches Harami kann genau das hier mit sich bringen, was hier jetzt passiert ist. Das Risiko bestand aber genauso und die Chancen waren genauso gut, dadurch, dass wir hier nochmal drunter gucken sollten, dass wir hier einen kräftigen Schub nach unten kriegen und erst dann hochlaufen. Deswegen habe ich gestern Abend geschrieben, ich shorte bei der 69 mit einem Stop von 20 Punkten und ganz bewusst mit einem engen Stop, weil genau diese Gefahr hier bestand. Genau diese Gefahr, wenn man sie als Gefahr bezeichnen will. Man muss nur lernen, aus dem Chart zu lesen. Und es ist eigentlich schade, dass es ja so schwierig ist. Okay, auch dazu werden wir dann wohl mal eine Legende schreiben. Schön, dass wir dafür jemanden haben, der das für uns ja macht. Okay, werfen wir nochmal einen Blick. Wir haben es 59. Puha. Lang genug dabei, sollte Kerzenformation erkennen. Ja. Manchmal habe ich das auch vorausgesetzt, aber ich habe deine Kerzenformation groß an der Wand hängen. Das bullische Harami sieht etwas anders aus. Ja, es ist ja auch schematisch dargestellt. Das sieht nur anders aus, weil diese Kerze auf dem Plakat, was du von mir hast, hier ist diese rote Kerze einfach kleiner. Die Definition von dem bullischen Harami, die hast du auch auf den Karten gekriegt, die wir mitgegeben haben im Seminar. Dort ist die Beschreibung und im Handbuch ist die Beschreibung auch nochmal drauf. Dort ist ziemlich klar definiert, wir brauchen eine rote Kerze. Wir brauchen eine Abwärtsbewegung, wir brauchen eine rote Kerze. Und der Eröffnungskurs von der blauen Kerze muss höher sein als der Schlusskurs von der roten Kerze, also entweder höher oder gleich, und der Schlusskurs der blauen Kerze muss tiefer oder gleich mit der roten Kerze sein. Das ist die Definition. Das sind aber Grundlagen, die jeder nochmal irgendwo sich rausziehen sollte. Die Jungs sind nervös. Wer ist nervös? So, jetzt schauen wir uns den DAX in der kleinen Zeit ein. Da. Alter Schwede, so. Tief geschossen hier, ne? Bis zur 65. Da, die 71 war da. Wer denn die 71 zum Shorten benutzt? Wir haben die Marken gestern erarbeitet. Und was habe ich gestern Morgen? Was habe ich gestern Morgen gesagt? Wie arbeite ich an diesen Marken? Mit einer Limit. Und wenn ich hier mit einer Limit an der 71 arbeite und hier oben die 96 die nächste ist mit 30 Punkten Stop und diese Limit, die hier gegriffen hat, mit 30 Punkten Stop, nämlich über der 96, dann liegt mein BE
wo, wenn ich 30 Punkte Stop habe, wann gehe ich BE? Die erste Rechnung ist die falsche. Welche Rechnung? Richtig. Wenn ich 30 Punkte Stop habe, gehe ich auch mit 30 Punkten BE. Und ihr anscheinend auch, ne? Also, ich bin hier nicht alleine. Ich lese hier gerade, wir sind bei 71 Reihen und sind jetzt BE abgesichert. Okay. Werfen wir nochmal einen Blick auf den Euro. Ah, hier unten nochmal 1,1588 bitte long prüfen. Hier unten nochmal ganz kurz drunter gucken und dann hoch. Und damit bereite ich jetzt mal die Legende vor, damit wir dann auch was fertig haben, wenn ihr es braucht. Und Frederik und ich vielleicht den ganzen Kram auch euch zur Verfügung stellen können. Und damit will ich mich jetzt auch verabschieden. Weit überzogen. Überstunden werden ja gesondert vergütet, auch mit Zuschlägen. Ne? Hoffe ich doch. Und ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht. Wir konnten euch ein bisschen Einblicke geben in das, was wir hier tun. Und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Euer Thorsten. Vielen, vielen Dank, Thorsten. Vielen, vielen Dank an alle Teilnehmer fürs Live dabei sein. Ich wünsche einen schönen und erfolgreichen Handelstag. Und wer schon heute Abend dann ins Wochenende geht, natürlich dann ein schönes Wochenende. Würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Nächsten Donnerstag machen wir wieder hier zusammen. Und bis dahin wünsche ich alles Gute. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf Ihre Position auf. Bis dann. Tschüss. Ich muss ja fairerweise sagen, wir sind eigentlich schon seit Dienstag am Wochenende. Dazu hatte ich jetzt bloß gar keine Zeit. Wir hatten am Dienstag Dienstag früh schon unser Wochenziel im Sack. Die Aufzeichnung übrigens von den öffentlichen Webinaren, vielleicht können wir eine Nachfassmail zusammenpacken, Nilsen. Dann würde ich ganz gerne, wenn die Webinare alle hochgeladen sind von der öffentlichen Woche, dann können wir die vielleicht da drinnen verlinken, oder? Ja. Super. Dann mache ich die alle fertig und schicke sie dir zu und dann versenden wir die dann an alle per Mail. Ne? Alles klar. Super. Super. Danke. Ciao, ciao. Schönes Wochenende.